Hallo Leute, oh. Hallo Leute und herzlich willkommen, was war das für ein Start, egal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 3. Heute werden wir unser Haus einrichten. Und dafür habe ich schon mal wieder meinen Trainer aktiviert, ihr seht hier, ich kann mich teleporten und so. Und ich habe jetzt auch den Neighbor weggebackt, beziehungsweise weggebackt ist ja nicht, weggeportet, damit wir ein bisschen chilliger haben, ja. Auf jeden Fall werden wir hier unser Wohnzimmer so ein bisschen einrichten, oben ist ja eigentlich gar nichts mehr, ja. Und dann hier natürlich unser Schlafzimmer hier ein bisschen gemütlicher machen und hier unser Badezimmer. Ich weiß nicht, ob wir das einfach auslassen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Badezimmer-Utensilien. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mit dem Eingang an, beziehungsweise hole ich mal alle Lampen, die es hier irgendwie so gibt, weil es ist sehr dunkel überall in meinem Haus. Und deswegen, ja, sehen wir uns, wenn ich die Lampen so ein bisschen verteilt habe auch. So Leute, ich habe jetzt mal die ersten paar Lampen von den ersten und zweiten Stockwerken runtergeholt. Eine steht jetzt hier. Hier ist leider noch keine, hier steht jetzt eine in der Ecke und hier. Ja, ich weiß nicht, wie gut das ist, weil, also, eigentlich müsste ich die am besten fast hier in die Mitte platzieren, aber, ja, das ist auch nicht wirklich so geil. Es ist einfach sehr dunkel hier überall, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir stellen die zwar, glaube ich, hier neben den Sessel, ne? Oh Gott, so, genau. Da haben wir so ein bisschen Licht und die stellen wir dann... Ja, vielleicht hier vorne hin. Haben wir hier ja eigentlich doch relativ gut alles beleuchtet. Hier wäre noch ein Lichtschalter. Ah, okay, das macht das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders. Egal, ich suche mal noch kurz ein bisschen, ob ich noch mal finde. Sonst werde ich ja noch euch Bescheid sagen. Okay, Leute, ich konnte mir zumindest noch so eine Blaulichtlampe hier irgendwie ergattern. Wir stellen die mal hier hin und die hier dann vielleicht noch hier. Ja, okay, ist einfach das Licht ist halt wirklich so ein bisschen. Stimmt, wir können dann theoretisch dann noch Taschenlampen aufstellen, wenn es nicht reichen soll, aber ich glaube, so passt es. Wir lassen auch diese Räume hier erstmal aus. Wir fokussieren uns aber hier auf den Eingang und auf den Rest. Aber wir nehmen eine von denen noch hier hinten hin. Ja gut, ist jetzt auch nicht wirklich besser. Egal, wir lassen es mal so. Wir holen uns jetzt erstmal ein paar solche Stühle und einen Tisch. Problem ist, den hier können wir gar nicht mitnehmen. Man kann ihn zwar irgendwie anwählen, aber irgendwie, also irgendwie, seht ihr, der Punkt wird ja größer, aber irgendwie kann ich den halt trotzdem nicht mitnehmen. Aber egal, wir nehmen hier erstmal die Stühle mit. Ich glaube, wir machen dann den Essbereich eher hier hinten, oder? Alter, hier hinten sieht man einfach gar nichts. Ich schmeiße mal kurz die Taschenlampe hin. Scheiße, ich habe gerade aus Versehen ein Fenster eingeschmissen mit meinen Stühlen. Ach, scheiß drauf. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Haben wir Glück? Ja, okay, mäßig. Okay, warte, ich stelle mal hier die Dings auf. Oh. Ich hole mal kurz eine neue Taschenlampe und noch ein paar mehr Stühle. Beziehungsweise hole ich mir nur, warte mal, wo ist noch ein Stuhl? Ach, hier geht's gar nicht rein. Hier ist noch ein Stuhl. Und dann hole ich mir hier mal noch so einen Tisch. Aber den hier kann ich leider auch nicht mitnehmen. Wir nehmen auch noch, auf jeden Fall auch noch so einen Sessel mit. Hat sie nicht so einen, genau, so einen kleinen Fernsehtisch. Und genau. So, dann kommt hier noch so ein Sessel hier in die Ecke. Ne, ich dachte jetzt schon eher so. Kann ich den noch ein bisschen nach hinten schieben? Ach scheiße, warte mal. Ah, Mann, der will nicht so ganz. Ich will ihn so ein bisschen mehr in der Ecke hier haben. Aber irgendwie, ja doch, passt, komm. Okay, dann kommt hier hinten nochmal ein Stuhl hin. Das gucken wir später, wie wir das Ganze anordnen. Auf jeden Fall jetzt erstmal zum Eingang. Gibt es hier irgendein Möbel, das wir so ein bisschen für das benutzen können? Dieser Tisch hier geht leider auch nicht. Schuhe haben wir auf jeden Fall genug. Oh, warte mal, Leute, wir können einfach das hier benutzen. Dann nehmen wir mal noch so eine Box mit. Ja, okay, nee, zwar Box ist scheiße. Gibt es hier nicht noch so ein kleines Tischchen irgendwo? Wir nehmen einfach erstmal unseres. Ich glaube, oben hat es dann noch mehr, aber egal. Okay, was soll ich mit dem Tischchen? Genau, hier ist so ein... Hier kommt das Tischchen hin. So, hier nebenan kommt dann dieser Ständer. dann können wir zum Beispiel den Besen hier hinter die Tür packen, damit man das nicht direkt sieht. Leute, hier hinten der Tür ist übel viel Platz. Egal, das passt. dann hole ich mir mal noch ganz kurz einen Eimer oder so. Hat der das? Das wäre echt nice. Digga, wie es hier einfach auch keinen Tisch mehr gibt. Wir haben einfach dann gar keinen Platz mehr für einen Tisch. Wir nehmen mal noch diese Blume hier mit. Okay, dann schmeiße ich hier dieses Fenster ein. Genau, nehmen die Taschenlampe wieder mit. Ihr seht, ich habe unten noch mal einen Besen. Einfach, keine Ahnung, damit man mehrere hat. Für irgendwie, keine Ahnung was. Dann hätten wir auch noch einmal noch eine Taschenlampe, falls irgendwie, keine Ahnung was. Dann hätten wir das einfach noch. Genau, da kommt es auch hier hinten hin. So, was machen wir jetzt? Eine Blume, die könnten wir eigentlich theoretisch hier hinhauen. Können wir das Telefon, das Ganze mitnehmen hier? Nee, oh. Egal, wir stellen dann hier einfach den Fernseher nebenan. Ich hole mal ganz kurz ein. Digga, ich kann nichts mehr aufheben. Ist das ein Scherz? Bruder, was ist das denn? Mann, wir hätten so geil angefangen. Ich kann auch interagieren mit den Sachen, aber ich kann es irgendwie... Oh, eine Gießkanne ist natürlich auch praktisch. Aber ich kann die Sachen nicht mehr aufheben. Ich kann auch... Ihr seht unten eigentlich mein Inventar, aber es ist halt stuck, ne? Mann, was ist das denn? Ich suche kurz den Nachbarn. Vielleicht werden wir dann halt gecatcht von ihm und dann
Das Ding ist, ich sehe jetzt auch gar nichts mehr, Alter. Leute, guck mal, wo ich jetzt hier gelandet bin. Machen jetzt mal den Strom an. Was sind das für Sounds? Hey, ist da drin irgendwie ein Laden oder so? Okay, also irgendwie ganz weird. Das Ding ist, das Spiel kann ja auch nicht gefreezed sein, weil sonst könnte ich dir die ganzen Seiten hier nicht rumkicken oder so. Naja, eigentlich schade. Eigentlich schade, dass wir nicht weiter einrichten konnten. Es lag hier am Telefon irgendwie. Das Ding ist, es ist ganz komisch. Ich kann mit den Sachen noch interagieren mit E. Also ist hier die gleiche Taste. Aber aufheben ist ja gedrückt halten und das geht nicht mehr. Und ja, ich kann irgendwie auch nicht mehr mit meinem Inventar interagieren so richtig. Ich kann hier auch nicht switchen. Die Taschenlampe kann ich nicht anmachen, ich kann sie nicht werfen. Ja, ist halt scheiße, ne? Ja, also eigentlich echt schade, Alter. Wir hätten hier wirklich noch viel machen können. Aber das Problem ist, es ist auch so dumm, ne? Normalerweise würde ich die Folge einfach neu drehen. Ich meine, das ist kein Problem. So, Leute, kurze Problematik, ich musste kurz weg. Aber egal, ist jetzt gut. Auf jeden Fall, ja, Leute, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall, ja, schade, dass es nicht mehr geht. Wenn ich nicht so unter Zeitdruck wäre und eine ganze Woche vorproduzieren müsste, innerhalb einer Woche, dann würde ich das jetzt nochmal machen, aber das kann ich jetzt leider nicht. Tut mir leid, ich hoffe, ihr versteht das und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!